So, dann machen wir es einfach hier über die Tasten. So. Ich hoffe, das geht. Gespeichertes Spiel laden. Ja, geht. Gut, geht. Das müsste ich halt für jede Szene extra einstellen. Da habe ich nicht so die Lust zu. Aber hey! Ja, okay. Warte mal, ich könnte auch andere Tasten nehmen, die ich nicht in dem Spiel brauche. Warte mal. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder finden. Die Zeit läuft ja mal weiter. Das Einzige, wo ich was drin habe. Hier. Klappt es? Klappt. Wunderbar. Dann machen wir es so. Aber ich möchte ja tatsächlich nicht in der Aufnahme rauchen. Oder halt nicht in der Aufnahme, sondern im Stream mich zeigend rauchen. Deswegen mache ich ja immer die Kamera aus. Das Einzige, wo ihr mich auch rauchen sehen würdet, ist in unserem Podcast. Weil es einfach... Für mich ist der Podcast so ein bisschen mal Abwechslung, mal was anderes. Mal so quatschen, mal einfach wirklich die Gedanken so ein bisschen frei. Und es ist halt auch für euch eine Möglichkeit, mich ein bisschen kennenzulernen. Habt ihr noch Sound? Ja, okay, ihr habt noch Sound. Warum hat sich Leifes Feudel übelst runtergestellt von der Lautstärke? Dieses Spiel! Warum hat sich das fast stumm gestellt? Ich hab... Auf 35, ich hab nur gemerkt, dass es auf einmal voll leise ist. Eigentlich müsste ich es noch höher machen. Aber tatsächlich ist es, wenn ich mal ehrlich bin, wo ich ja vorhin gesagt habe, ich würde gern das Büro einmal anders bauen, wenn ich dazu kommen würde. Also wenn ich das Büro nochmal neu aufbaue, damals, ich muss es noch ein wenig leiser machen wieder. Vor allem, es heißt Forest Village. Es heißt Forest Village. Oder hat's... Warte mal. Nö, die sind noch da. Okay. Hier heißt es D3 Proxy Window. Wenn ich es offen habe und wenn ich es zu habe, heißt es Forage Village. Oder wenn ich rausgeklickt habe. Irgendwas passt mit dem Spiel nicht. Also sorry, wenn ich so sag, irgendwas ist an dem Spiel ganz komisch. Wenn du mir sagst, du machst es jetzt hier wieder niedriger, dann drehe ich durch. Nö, passt. Ja, hier geht's. Hier. So. Da soll jetzt mal die Treppenstufe hin. Und dann sollte es hoffentlich klappen. Hoffe ich. Ich hoffe es einfach. So. Ne, aber ehrlich wie es ist, ich hatte ja damals nicht die Möglichkeit, hier einen zweiten Rechner zu haben anfangs. Also auch finanziell, ich bezahle das immer alles selber. Deswegen kam der irgendwann mal hier hinten, der zweite Rechner. Wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte tatsächlich, würde ich das alles anders da aufbauen. Würde ich mir wirklich meinen Hauptbildschirm grundlegend über die Elgato abcapturen und in den zweiten Rechner laufen lassen. Dort halt dann wirklich die
die extra Geräte, die ich dann noch mit anschließe über den Switch, einfach über die Elgato, in die Elgato, in den zweiten Rechner. Der soll, würde dann streamen. Und ich würde dann hier tatsächlich auf meinem, also dass ich einen Streaming-PC habe und einen, auf dem ich zock, der einfach abgecaptured wird, würde ich das tatsächlich ändern. Dann hätte ich hier auf dem zweiten Bildschirm halt einen Remote-Bildschirm, wo ich einfach dann das andere sehe, dass ich hier weiter mit einer Maus und Tastatur und alles hantieren würde. Und halt hier drüben das ganz normale halt. Dass ich trotzdem drei Bildschirme an meinem einen Rechner dran habe. Aber so. Aber ein zweites Gerät für mich streamt. Also das Streaming übernehmen würde. Müsste, würde. Das würde ich dann tatsächlich so machen. Aber damals hatte ich halt einfach noch nicht so. Ja. Die Möglichkeit. Hast du jetzt ernsthaft hier auf die Schräge, wo die Treppe ist, wieder eine Beule reingesetzt? Und warum ist da jetzt halt keine... Vielleicht, weil es noch nicht fertig gebaut ist. Doch, ja, guck mal. Genau so hätte ich es gern. Aber ich will halt nicht den Pflaster. Ich würde halt hier gerne eine normale Straße haben. Gepflasterten Weg. Und ich hoffe, da kann, können sie jetzt rauf und runter laufen. Kann ich dich mal kurz, kannst, könnt ihr, okay. Könnt ihr, das war nur mal kurzer Test. Na, guck mal, das ist auch noch nicht fertig. Jetzt hat. Kann ich das echt? Komm, da muss ich doch eine Idee, da muss doch eine Möglichkeit geben. Will er nicht. Will er nicht. Der Arsch. Nein. Ah, will er wirklich nicht. Geht sofort auf Rot. Okay. Okay. Aber dann haben wir das jetzt so. Und da dann. Ich will ja nicht das machen, weil das ist mir zu teuer. Wobei, das wäre halt echt cool. Das wäre halt die perfekte Pflasterstraße. Es kostet 12, weil es genau so breit ist, ja. Also wenn ich das hier mit dem machen würde, wäre es genauso. Und ich... Aber gepflasterter Weg ist halt mir momentan noch zu teuer. Also machen wir mal nicht den gepflasterten Weg, aber wir machen vielleicht dann einfach einen vierbreiten Feldweg. Machen wir es einfach so. Treffen wir uns in der Mitte und machen einfach einen vierbreiten Feldweg. So. Hier wäre jetzt 3 breit. Also Pflaster ist mir momentan noch einfach gerade zu teuer. So, sollen sie es erstmal ein bisschen bauen. Weil dann will ich eh hier die Landschaft weiter absenken. Und weiß ich, hier ist auch so mein Weg. Da können wir auch einfach schon mal einen Feldweg so durchziehen. Weiß ich, das ist das Letzte. Feldweg kostet ja nichts. Das ist ja kein Thema. Kostet ja nur Arbeitsleistung. Hier machen wir vielleicht auch so.
Das ist halt dann 3 breit. Aber da gab es doch hier so Wegumrandungen oder sowas. Ach. Guck mal, das ist alles für 4 breit ausgelegt. Ja, Palisade nicht. Oh, das ist echt cool. Was man da ein bisschen machen kann? Okay, das ist wirklich echt echt cool. Palisadentor, Steintor, aber das war gar nicht das, was ich gesucht habe. Hier, guck mal. Können wir dann auch so eine Laterne ranpacken. Das war auch wieder nicht das, was ich gesucht habe. Da können wir echt ein schönes Städtchen bauen. Spielplatz. Was ist das? Ein Badehaus. Ah, cool. Ein Gartenhaus? Auch schön. Kleiner Wegweiser? Nö. Da gab's doch für die Straßen auch noch so irgendwas Dekomäßiges zum Ransetzen. Wo ist denn das? Vogelscheuche. Was? Die macht Sinn? Die hat einen Radius? Ach so, die haben an sich einen Radius. So Deko-Radius, okay. Ah, okay. Aber das ist echt teuer, wenn ich es mir so anschaue. Nee, das wollte ich nicht. Da gab's doch irgendwo so ein bisschen Deko-Gedöns. Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber wir haben jetzt zumindest schon mal den ersten Grundstein gelegt. Den haben wir schon mal. Grundstein ist gelegt. Für so wie die Stadt wird. Der Grundstein ist schon mal gelegt und der Rest kommt jetzt. Deko finde ich über Mods. Nee, ich hatte doch hier irgendwo konnte ich doch Zaunpfeiler an die Wege ranstellen. So richtig schöne. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber okay. Die sollen jetzt hier mal ein bisschen hantieren. Dann würde ich halt echt anfangen, hier unten einfach mal anfangen zu planen, so die Stadt. Von dem Weg aus hier, von dem Punkt aus. Und dann schauen, dass wir die Verbindung hier hinbekommen und damit alles so ein bisschen hinkriegen. Umzäunung? Wo ist die? Ja genau, so eine Umzäunung. Aber ich habe die gerade nicht gefunden. Hat ausgeschaut wie so ein Holzpfosten? Also so ähnlich wie das? Ich weiß nicht wo. Oder war das das, dass es das war und ich halt einfach nur die Höhe dafür hatte, dass es ausgeschaut hatte dazu? So passend? Das kann halt auch sein. So, wenn die es hier fertig haben, alles, dann... Muss ja noch ein bisschen weitergehen. Tendenziell überlege ich, ob ich hier erstmal so ein bisschen eins rechts neben Deko. Umzäunung. Nee, das war nicht das, was ich gemeint hatte. Das war echt nicht das. Jetzt kann ich hier schon wieder nichts bauen. Ach so, weil ich... Das reicht doch nicht so weit, oder? Okay, kann schon sein. Sonst erstmal hinziehen. Sonst erstmal alles durchziehen. Ah. Dann hätte ich von der Straße aus nach rechts die Stadt aufgebaut. Alles so auf der Höhe, auch so Hafen. Also dann werde ich dann hier dann eigentlich schon runterziehen. Ziemlich nah oder ziemlich bald.
aber von hier aus nach rechts die Stadt aufgebaut. Das wäre der Plan. Noch ziemlich nah an meinem kleinen Dörfchen. Und dann halt wirklich, dass später dieses Dorf weicht. Aber erst später. Wäre der Plan. So, ich mache nochmal den hier. Ich rauche einfach zu viel. So. Das muss noch ein bisschen weggetragen werden. Da kriegen wir auch immer ein bisschen Eisen und was weiß ich alles mit ran. Aber mehr so aus Versehen. Stein haben wir halt wirklich kaum. Weil das hier zum Beispiel reiße ich jetzt ab, weil ich glaube, dass wenn ich das schon anfange mit in die Stadt. Ja, weiß ich noch nicht. Ich lasse es mal. Es frisst ja nichts. Frisst und säuft ja nichts. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier lieber eine Reihe Häuser bauen? So an die Promenade ran? Oder wollen wir lieber erst die Felder bauen? Also ich hätte halt Obstgärten gemacht. Tendenziell würde ich lieber einen Schwung Häuser bauen. Einen Schwung Häuser? Also jetzt nicht gleich bauen, sondern erstmal nur die Baustellen hinsetzen, dann gleich anhalten. Zum Planen. Ach, leck mich am Arsch, jetzt habt ihr den Weg da wieder abgerissen. Pff. Bin ich drüber. Ah. Wo sich die Höhe nicht verändert. Das wäre meine Tendenz. Was sagt ihr? Was sagt ihr im Chat? Was kommt besser? Erst die Felder? Oder erst die Häuser? Übrigens, wir haben echt ein bisschen Stein, also ich kann hier das Pflaster tatsächlich weitermachen. Machen wir mal bis hier das Pflaster, weil so weit geht es ja auf jeden Fall. Weil wir gerade keinen nennenswerten Verbrauch haben. Müssen halt einfach ein bisschen warten bei beim zehnfachen Tempo, da geht es relativ schnell. Nahrung ist, ist stabil. Ich überlege aber echt, ob ich das so mache, wie gesagt. Und trotzdem auch will ich ab und an in der Stadt oder im Stadtgebiet, weil hier immer noch Viecherchen rumlaufen. Ja gut, das kann sein, weil der Wald neben dran ist, weil hier läuft so nichts mehr rum. Es ist kein Platz, um Ressourcen zu lagern. Ach so. Ah, okay. Das heißt, wir sind da gerade begrenzt. Ja, okay, das können wir aber trotzdem alles hier mit aufbauen. Erst Produktion, dann die Infrastruktur wie Lagerhäuser etc. Um Wege zu verkürzen. Naja, ich hätte halt jetzt halt hier Häuser gemacht. Dann Felder. Erst Häuser, dann Felder, dann Infrastruktur, Lager etc. Und dann Häuser. Nochmal. Sodass es eingeschlossen ist von beiden. Aber ja. Ich glaube, das machen wir so. Dass wir erst Produktion bauen. Dann ziehe ich noch irgendwie weiter rauf. Also ich will auf jeden Fall einen größeren Obstbaum. Eine größere Obstplantage hier. Aber in der Zeit, wo die das hier hantieren, kann ich ja trotzdem so oder so
hier mal eine Fischzucht herbauen. Hier sollen ja nur Fischzuchten eigentlich her. Oh, die geht aber weit rein. Oh, geht die weit rein? Ach, das ist ein Fischer. Angefangen halt wirklich hier. Butz. Butz. So richtig schön nebeneinander. Die pausiere ich jetzt alle einfach mal. Schon mal. Die soll noch nicht gebaut werden. Ja, dann mache ich erst die Lager, oder? Ja, die müssen jetzt eh erstmal bauen. Die haben jetzt eh erstmal wieder genug zu tun. Dann mache ich doch erst die Lager. Und dann mache ich den Rest, oder? Ja, das Lager ist voll. Weil sie sind eh gerade voll, die Lager. Sollen das alles ein bisschen bauen? Ich sollte den Hafen. Ich sollte vielleicht hier auch schon ein bisschen die gerade Fläche hier runterziehen. Wo sie dann hinkommt. Entweder direkt hier neben dem, dass wir es hier runterziehen. Dass halt ein schönes Eck wird. Es war mir fast klar, dass er sagt, das ist schon zu nah dran. Das wird eh noch nicht gehen. Ah doch, es geht. Jetzt müssen wir hier schon mal runterziehen. Dass wir schon mal wissen, wo der Weg dann hingeht. Wo der Weg hingehen soll. Würde ich mal was sagen, machen wir so, ja? Die Lager sind jetzt eh gerade voll. Dass die Lager sozusagen von den Fischern und vom Ding eingeschlossen wären. Hier wächst komischerweise auch kein Baum mehr, aber das kann dran liegen, weil halt eine große Fläche abgeholzt worden ist. Ja, schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Die Treppe nutzen sie übrigens schön. Hier fehlt auch noch deutlich Arbeitsleistung. Das wird... Ah, da haben wir ein gutes Stück markiert, nämlich. Einfach noch ein bisschen dauern. Ich weiß halt auch nicht, ob ich hier hinten vielleicht nochmal eine Stufe machen sollte. Oder ob ich wirklich einfach sage, ich hol's einfach das... Ich ziehe das einfach runter. Auf eine Höhe. Rein theoretisch wäre eine Stufe, glaube ich, nicht schlecht. Aber die Fläche ist mir hier noch zu klein, zu niedrig oder zu wenig. Und dann später mal eine Stufe noch machen. Eine Treppe. Nochmal eine Stufe höher gehen. Aber das ist mir jetzt noch ein bisschen zu kurz. Du kannst einen Bürger rein Bäume pflanzen lassen. Da, wo Bäume sind, wachsen auch neue. Okay. Also da, wo Bäume sind, wachsen dann auch neue. Okay. Also dann liegt es daran, weil gerade alles abgeholzt wurde, dass hier gerade nichts nachwächst daran. Okay. Wie schaut's hier aus? Ach, ins Lagerhaus passt wirklich viel, aber ihr seid schon wieder voll. Also kann ich gar nicht mit der Nahrung nach oben wachsen, gerade. Das sollte ich echt noch ein bisschen Lager bauen. Aber jetzt lassen wir erstmal das hier so ein bisschen weitermachen. Es dauerte noch ein bisschen. Ich will es nicht wieder übertreiben. Dann die Kante hier. Dann das. Dann kriegen wir das alles hin. Übrigens, an Altersschwäche gestorben. Mache ich es aktuell wirklich so? In dem Moment, wo ich anfange, Frames zu verwerfen, drücke ich da unten auf Speedtest an meinem Handy.
Und dann geht's wieder für 5 bis 10 Minuten. Weiß ich nicht, was da hat. Aber wir haben es ja vorhin gesehen, bei Störungen, allestörungen.de. Ist ja ein übles Ausschlag auf Vodafone, bei Vodafone gerade. Ich merke es ja auch, dass es nicht stabil läuft, mein Internet gerade. Aber eigentlich müsste es ausreichend sein zum Streamen. Deutlich ausreichend. Also auf jeden Fall. Ich habe zwar nicht meine 52 Mbit Upload, aber jetzt bin ich auch wieder bei 21,5. Deswegen, keine Ahnung, müssen wir einfach mal mit leben. Ich reg mich nicht so, das ist halt immer so ein Punkt, wo, weißt du, da könnte ich mich immer extremst drüber aufregen, aber ich kann halt nichts ändern dran. Ich kann nichts ändern. Wir sind schon ein bisschen mit den FPS runtergegangen und ich streame ja nicht mehr in Full HD, nur noch in HD, also 720p. Einfach, um das ein bisschen stabiler zu kriegen, damit ich mir die Kilobit noch ein bisschen runtergehen konnte. Was ich ja die letzten paar Tage jetzt immer so ein bisschen die Macke hatte. Wobei auch zwischenzeitlich das Internet nicht problematisch war. Definitiv nicht problematisch war. Und wir immer unsere 50 Mbit Upload hatten. Ab und zu sogar höher. Meistens sogar höher. Wer weiß, was momentan mit dem Internet einfach los ist schon wieder. Ich schätze, durch Weihnachten, es hocken alle Leute zu Hause. Keiner weiß, was er wegen anstellen soll. Dass einfach eine höhere Auslastung da ist. Würde ich mal fast sagen. Wir haben übrigens Werkzeug und Eisen und alles. Also wir erholen uns langsam ein bisschen von den von der Problematik, die wir hatten. Ist es immer noch nicht ganz fertig? Hier fehlen halt noch Bauarbeiter. Wir haben auch nur 2, um es schön gediegen laufen zu lassen. Ich habe einen Speedtest gemacht. Wir verwerfen keine Frames mehr. In dem Moment, wo der Speedtest fertig ist, läuft der Stream danach stabil. Und ich verstehe es nicht. Warum ist hier eine Beule? Schau dir mal die Beule an. Habe ich da ein Fitzelchen nicht erwischt? Kann halt schon sein. Hier so ein kleines Fitzelchen nicht erwischt hatte. Wobei ich gerade, wenn ich unser Stein so sehe, ja, die Wege sind mir immer noch zu teuer. Mache ich noch nicht. Die Wege können wir uns noch sparen. Die sparen wir uns noch. Die normalen Wege. Die will ich noch nicht machen. Ach, ist das schön. Genau so wollte ich es haben. So richtig schöne Hafenmauer in Anführungszeichen. Da wird es nicht gehen wegen den Gebäuden. Oder wegen den Fischern. Aber so eine richtig schöne Hafenmauer wollte ich haben. Jetzt wird hier hochgezogen gerade. Das ist auch perfekt. Gut, der Weg ist halt jetzt mal wieder weg, aber scheiß auf den Weg. Und die Steine haben sogar echt gereicht. Dann würde ich hier wirklich... dass ich hier vielleicht dann anfange... Lagerung. Die Scheune. Jetzt sehe ich es nicht. Ich würde halt die Scheune gerne schön am Weg dran haben, dass die Tür am Weg dran ist. Ah, doch, sehe ich trotzdem. So. Also entweder hier so. Weiter rüber will ich gar nicht. So ein bisschen Grasweg soll hier schon sein. Dann machen wir hier eine Scheune her. Und die zweite Scheune her. Haben wir hier Lagerung. Von mir aus können wir auch 3 Scheunen herpacken. Machen wir 3 Scheunen mal hierher. Machen wir hier mal 3 Scheunen her. Das ist jetzt auch so hochgezogen, so wie es sein sollte.
Können wir eigentlich auch gleich nochmal markieren. Weil hier drüben muss ja auch noch ein bisschen höher werden, dass zumindest das Wasser hier mal wegkommt. Dass es schon mal auf der Höhe ist. Jetzt ziehen wir auch einfach nochmal ein bisschen weiter. Dann machen wir das hier auch mal weg. Dass es einfach schon mal auf die richtige Höhe kommt. Oder halt so auf die Höhe vom Steg. Also auf die hier. Oh nee, jetzt geht's wieder nicht. Weil ich irgendwie da oben rangekommen bin. Hä? So, das wird jetzt auch zwar eine ganz schöne große Fläche sein, aber hey! Das kriegen wir hin. So. Sollen sie das nicht hier auch mal ein bisschen machen? Hier im spätes Frühjahr, da können sie sich im Sommer austoben. Es soll erstmal nur eine Scheune fertig gebaut werden. Dann packe ich auf die Rückseite. Ein Lagerhaus. Oder auch vier Lagerhäuser. Weil das haut genau mit der Breite hin. Eins soll gebaut werden, mehr nicht. Dann ich muss doch nicht so weit vorne markieren. Und wieder mache ich's. So. Und einfach mal hier auch schon an. Warum? Leck mich am Arsch. Das hat doch gar nichts da unten mit zu tun. Also hier auch mal gleich wieder ein bisschen weiter gehen. So. So ein Ticken weiter. Ein Ticken weiter hier drüben. Bitte geh. Jetzt bist du. Oh, Gott sei Dank. Bist du nicht. So. Lass mal so drei. Okay, die Baustelle wollte er wieder nicht. Okay, dann zwei Baustellen erstmal. Lass mal das alles hinbekommen. Wird hier ein kleines Lagerchen gebaut. Hier fehlt noch Stein. Was fehlt hier? Hier fehlt nur noch Arbeitsleistung. Der Rest ist schon da. Gut, die machen gerade die Wege. Ich glaube, das wird gut ausschauen. Wir haben jetzt 33 Leute. Nahrung, alles ist da. Das heißt, Versorgung funktioniert gerade. Werkzeug ist da. Eisen ist da, muss ich halt ab und an mal wieder ein für Gusseisen oder sowas abstellen, aber es funktioniert. Was ja schon mal echt geil ist, wenn es funktioniert. Und das ist halt schon mal, ja, es klappt. Es klappt. Gut, wir werden schätze ich auch viele Ressourcen gerade kriegen, weil hier oben einfach halt immer abgeholzt wird und abgearbeitet wird. Wird schätze ich auch viel kommen. Es ist alles gerade. Das ist wirklich perfekt gerade. Ja. Da fehlt auch nur noch bei beiden Arbeitsleistungen. Was ja schon mega cool ist. Da fehlt auch nur noch Arbeitsleistung. An Altersschwäche gestorben. Der ist natürlich doof. Aber ich würde gern das Haus hier jetzt mal weiterlaufen lassen, dass wir ein paar mehr Menschen kriegen.
dass das Häuschen mal weiterläuft, weil das Eisen haben wir jetzt auch. Dann kommen da vielleicht wieder ein paar rein. Schauen wir mal. Die zwei machen übrigens einen guten Job. Vom Holz her. Muss ich schon mal sagen. Und wenn das jetzt weitergebaut wird, haben wir wieder ein großes Haus mehr. Hier, das kann jetzt auch endlich gefüllt werden. Hier fehlt noch ein Arbeiter, oder hier fehlt nur ein Arbeiter. Mache ich dann überall 4 breite Wege? Rein theoretisch sollte ich es ja dann machen. Ein bisschen fürs Gleichmäßige. Insel ist ja relativ groß, hm? So, überall so 4 breite Wege dann, damit es gleichmäßig ausschaut. Oder? Ja. Dann hier oben. Also wir müssen auf jeden Fall noch deutlich in die Richtung wegbuddeln und hier oben auch noch. Dann kommt hier ein Feld her. Was habe ich mir da vorgenommen, hä? Was habe ich mir nur wieder vorgenommen? Ein Riesenstädtchen bauen, hä? Ich weiß übrigens nicht, ob ich morgen Tode, die nicht verbrannt werden. Schwere Krankheiten. Ja, ich habe noch keinen Scheiterhaufen. Aber ich habe auch noch keine Krankheiten. Aber ich habe vorhin wenigstens die Tollwut in den Griff gekriegt. Was ja schon mal cool ist. Ich habe die Tollwut in den Griff gekriegt. Da war es auch schwierig dann schon. Ist auch schon kritisch geworden. Da fehlt auch noch Arbeitsleistung. Ist das Haus? Oh, das Haus ist upgegradet. Das heißt, wir können wieder ein bisschen mehr in Sachen Wachstum gehen. Katzenhaare in der Nase. Mein Schmusetiger schläft gerade auf meinem Schoß. Ganz süß und ganz putzig. Streichel ich nebenbei. Jetzt guckt's. Was mache ich denn? Was macht denn Herrchen? Streichel dich. Gib dir Härchen Zuneigung, hä? Nachdem er dich vorhin dreimal vom hier runtergeschmissen hat. Weil du tollpatschig warst. Kräuter haben wir übrigens auch gut. Ich werde trotzdem irgendwo so ein Waldstück wirklich separat irgendwo machen. Ich so Zeug einsammle. Wirklich irgendwo ein Waldstückchen, wo das eingesammelt wird, wo ich aber vielleicht auch freiräume von Steinen und so Zeug, von Eisen. Aber ich weiß nicht, ob das respawnt. Ich habe es jetzt noch nicht beobachtet, dass es respawnt, weil tatsächlich da, wo wir abgegrast hatten, war es schon weg. Steinmetz Amelie starb an einem Unfall. Okay, und genau deswegen versuche ich jetzt gerade ein paar Menschen wieder ranzubringen. Weil Nahrung wird tatsächlich wieder ein bisschen... Also Nahrung war ja jetzt immer ein paar, war das Problem, dass es zu viel da war. Deswegen habe ich ja das Haus geupgradet, dass wir ein paar mehr Menschen rankriegen wieder. So ein bisschen Wachstum haben. Tollwut ist Pillepalle. Schwere Krankheiten brauchst du. Kräuter plus Krankenhaus. Kannst ja mal schauen, was das kostet. Ja, weiß ich. Hab ich ja schon. Hab ich ja gebraucht für die Tollwut. Hab ich ja schon da stehen. Steht ja schon alles da. Da war ein Kranker. Ja, lass ihn dann doch krank sein. Der hat halt Schnupfen. Ist ja Herbst. Nasskalt. Aber hab ich schon. Krankenhaus und Apotheke hab ich schon. Ist beides schon da. Hier fehlt auch nur noch 100 Arbeitsleistungen. Ist vielleicht schon ein bisschen was.
Was fehlt hier? Hier fehlt auch Arbeitsleistung noch 19. Ja gut, dann müssen sie halt einfach noch ein bisschen bauen. Nee, aber Apotheke und Hospital haben wir schon. Musste ich ja vorhin machen wegen Ding. Ist ja da. Und das Restliche kommt auch noch. Also es wird aber später abgerissen und halt mit in die Stadt verlegt. Weil ich will hier so richtig schöne Stadt aufbauen. Das ist nur für den ersten Schub so ein bisschen, um halt was Großes aufbauen zu können. Damit es halt mal funktioniert. Weil das funktioniert. Soweit. Gut, ich muss halt immer ab und an mal wieder die Werkzeuge anschmeißen und so. Da mal wieder einen reinpacken. Ja, den kann ich eigentlich rauspacken. Da mal wieder einen reinpacken dann irgendwo und sowas. Die Leute ein bisschen umverteilen und so. Aber bis jetzt funktioniert es ganz gut eigentlich. So, hier fehlt halt die Arbeitsleistung einfach. Und dann hier dreimal oder halt hier dann so eine Reihe Fischerdinger. Denke ich, ist auch okay. Sollte auch hinhauen. Ich habe ja festgestellt, der produziert in seinen Spitzenzeiten, ich sag mal, vielleicht das sind 40. Und ich brauche 3 Menschen dafür. Der produziert immer 15. Also, wenn ich 3 mal 15 bin, ich bei 45. Bin ich ein bisschen besser. Gut, die kosten ein bisschen mehr in der Anschaffung. Als das Fischerhäuschen. Gut. Aber der hat halt auch Schwankungen drin. Ups. Und der halt fast keine. Deswegen die. Auch wenn sie teurer sind. Ressourcen kriegen wir ja immer wieder dazu. Also es ist ja nicht so, als ob wir irgendwann null sind. Gut, wenn natürlich der Stein überall aufgebraucht wurde. Auf jedem grünen Fleck auf der Insel. Oh, bei der Geburt sind gerade 2 Leute gestorben. Einmal das Baby und einmal Ding. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber meine Katze schläft gerade auf mir. Also kann ich. Ja, okay, dann muss ich wechseln. Habe ich gerade Bein gewechselt, weil ich stütze mein Bein immer so ein bisschen am Schreibtisch auf. Und irgendwann schläft es dann ein. Damit auch Mietz Platz hat, auf meinem Schoß richtig zu schlafen. Huh? Ich könnte ja mal ohne Schaumstoff eigentlich hin tun. Woher kriege ich Schaumstoff? In der jetzigen Zeit. Woher bekomme ich hier in der jetzigen Corona-Zeit Schaumstoff? Wie schaut's hier aus? Ja. Wird ja schon langsam. Ich wollte gerade sagen, warum ist euch kalt? Also, da kann nicht sein. Kind ist während der Geburt gestorben. Aber wir haben doch genug Unterkünfte. Definitiv. Wir haben 41 Unterkünfte. Ja, okay. Also ich hätte jetzt mal gesagt, wir hätten definitiv genug Unterkünfte. Ich hätte gern hier eine Obstplantage. Ich hätte gern Obstplantage, weil Kartoffeln haben wir momentan hier durch. Ich hätte gerne Obstplantage. Erstmal. Und dann alles weitere. Also da habe ich definitiv ausgemalt. Ein bisschen Arbeitsleistung fehlt hier einfach noch. Ich glaube, die Stelle war ein bisschen groß. Aber ich glaube, die hier oben ist auch ein bisschen groß geworden. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir schon hin. Ich glaube, die Ressourcen haben wir ja eigentlich überall schon so ziemlich gut. Ach, guck mal, das steht so. Bis auf ein bisschen Stein steht schon alles da. Ach, Mietz, jetzt musst du aber aufstehen. Jetzt sind mir beide Beine eingeschlafen. Au, au, au. Beide Beine eingeschlafen. Die Taste war's. So.
Da, da. Schauen wir mal. Ist halt echt, wir haben halt nur zwei Leute, die es wirklich arbeiten. Wirklich bauen. Deswegen wollte ich halt eben nochmal ein Haus ausbauen, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen hinbekommen. Weil nahrungstechnisch sind wir gerade safe. Solange die zwei immer voll sind, mache ich mir keine Gedanken. Und hier ist ja auch schon wieder ein bisschen was drin. Wird ja sogar mehr statt weniger. Noch. Noch. Aber ich weiß, Skorbut und so Zeug gibt's auch. Also muss ich Abwechslung schaffen. Aber das habe ich ja vor. Sobald die Stadt dann steht, will ich da auch Abwechslung mit einbringen. Soll ja alles kommen. Aber dafür brauche ich einfach noch ein bisschen. Da, da, da. Was war das? Voll der Lag. Passend zur Musik ein Lag. So, schauen wir mal. Wir bräuchten noch Arbeitsleistung von 199. Wir haben zwei. Also, könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das noch dauern wird, bis es einigermaßen fertig wird? Werkzeug haben wir. 36, es dauert einfach noch. Es ist immer so, ich bin kein Mensch, der warten kann. Ich bin kein Mensch, der das kann. Überhaupt nicht. Bei mir müsste am besten alles sofort passieren. Ich guck mal kurz was. Drrrt. Okay. Ich hab mal kurz was geguckt. So. Müssen wir echt mal gucken. Das da unten dauert ja schon ewig. An Altersschwäche gestorben. Sterbt die mir jetzt alle weg oder was? Ist doch nicht euer Ernst. Komm schon. Nicht wegsterben. Ist nicht schön. Ist nicht cool. Echt nicht. Mir kommt es so vor, als ob hier die Grafik abgeraucht oder verbuggt oder sonst irgendwas ist. Hier, schau mal her. Das restliche Zeug ist alles relativ schön. Und dann kommt der pixelige Haufen hier. Ja, Blumen. Normal. Hoch. 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 Tiefenschärfe, nah und fern. Nah und fern. Hoch. Sonst gibt's nichts mehr. Was ist Lutt? Keine Ahnung. Oder? Schaut so aus, als ob die Grafik hier nicht passt. Weil ich schau dir mal. Ja, okay, also wenn ich mir das so anschaue, wie das. Oh, den Nebel mag ich nicht. War das nicht Blum? Aus. Blum müsste doch Ding gewesen sein, oder? Nein. Egal. So, schauen wir einfach mal. Machen wir mal weiter hier. Ja, ist immer noch nicht fertig, ey. So viel war das doch gar nicht, was wir da drüber gezogen haben, oder? So viel war das doch gar nicht. Ich würde gerne das Haus hier laufen lassen. Starten. Wenn das fertig ist, graden wir das ab. Um wieder ein bisschen Wachstum reinzukriegen. Ein Baby wurde geboren. Zumindest ein bisschen Wachstum.
Ja, das ist auch voll. Die sind alle ziemlich voll. Das heißt, 3-4 Menschen kriegen wir gerade nur mehr. Mehr nicht. Das ist halt nicht. Und das ist halt genau nicht das, was ich will. Wie oft wird es denn dunkel hier? Aber uns fehlt Arbeitsleistung. Uns fehlt deutlich Arbeitsleistung. Aber hey, hier schaut schon mal nach einem Ende bald aus. Schaut schon sehr gut aus. Guck mal. Fehlt echt nicht mehr viel. Jetzt leuchtet's aber. Hat das vorhin schon so geleuchtet? Naja. Schauen wir einfach mal weiter. Ja, endlich ist. Habe ich hier hinten nicht rübergezogen mit? Ja, anscheinend nicht. Jetzt ist halt das nächste da oben fährt dran. Wobei ich fast überlege, ob ich das mal anhalte. Dass erstmal das Häuschen hier gebaut wird. Oh, es wird trotzdem erst gebaut. Dann kann ich es weiterlaufen lassen. Jetzt kann ich das Häuschen trotzdem upgraden. Müsste ich ja keinen Obdachlosen dazu bekommen. Eigentlich. Jetzt bauen sie hier das Lagerhaus hoch. Was auch okay ist. Erstmal. Dann lasse ich das hier vielleicht trotzdem erstmal pausiert. Ich würde gerne mal wissen, wo noch 151... Was sind das? Anzahl der Arbeitsplätze. Ach so. Ja gut, weil da Lehmgrube und sowas ziemlich viele drin wären. Oder ziemlich viele drin sind. Bei der würde dann auch weichen und halt auch mit hier in die Reihe spazieren. Lass mir wieder Fisch ranbekommen. Oh, jetzt machen sie die Wege fertig. Derzeit wird hier ein bisschen das Zeug hergetragen, was auch gut ist. Ich würde mal fast sagen, wir machen so bis 1, Viertel nach 1 oder irgend sowas. Momentan, wenn ich mich ins Bett lege, ich drehe mich eh nur von links nach rechts und kann nicht schlafen. Deswegen, irgend sowas in dem Dreh hätte ich jetzt mal gesagt, machen wir dann. Soll aber weiter pausiert sein. Da kommt wieder jemand angelaufen. Ja, was hast du denn jetzt? Da hängst du schon wieder mit der Kralle in meiner Hose. Was hast du denn heute? Nichts. Was hast du? Jetzt wärst du fast wieder runtergefallen. Was ist denn los heute mit dir? Du bist heute ein bisschen verpeilt, kann das sein? Hey, du. Du bist heute ein bisschen verpeilt, ha? Schmusi-Tiger? Oder hast du jetzt realisiert, wie alt du bist mittlerweile? Du bist halt auch schon echt eine ältere Dame. Ich hab's ja gegoogelt gehabt. Eigentlich wärst du, ich glaube, 50? 52? Also im Menschenalter? Du bist halt wirklich eine... Also sie ist mittlerweile echt eine ältere Dame. Ah, warte mal. Jetzt muss ich mal zurückrechnen. Jetzt muss ich aber echt viel zurückrechnen. Wie alt bist du jetzt eigentlich nochmal? Du bist ein Jahr älter als der Rocco. Ich habe aber keine Ahnung, wie alt der Rocco ist. Also der Hund von meinen Eltern. Das heißt... Warte mal, ich bin jetzt 4 Jahre Single. 3,5 Jahre war ich mit ihr zusammen. Dann sind wir bei... 7,5. Als ich aber mit der Dame zuvor zusammen war... Ach, da hatte ich dich schon. 1,5. Du bist 10. 10 oder 11 bist du schon. Mein Schmusi-Tiger ist schon 10 oder 11 Jahre alt.
Ja. Ich rechne jetzt mal zusammen, warte mal. 4 Jahre. Plus 3,5. Plus die 10 bist du. Ja. 10 Jahre wären 55 Katzenjahre, ja. Ich habe ja irgendwie gerade so 52 gehabt. Ich habe es nicht genau im Kopf gehabt, aber ja. 10 ist sie. Ist auch schon eine ältere Dame. Ich habe mir vorhin, ich habe ja meinen Rechner hier umgekabelt. Und ich habe hier eine 5.1 Anlage stehen, die eigentlich nie immer aus ist. Die ist wirklich immer aus. Weil das Haus sehr hellhörig ist. Und als ich das verkabelt habe, deswegen habe ich ja auch hier immer im Kopf, ist mir genau einen der Lautsprecher, das ist so Holz, quadratisch, viereckig, mit Ecken, genau hier oben drauf gefallen. Warte, wo war's? Genau hier drauf gefallen. Es hat vorhin geblutet wie Sau. Und jetzt juckt's. Jetzt juckt's, deswegen habe ich meine Hand hier öffnen. Mein Kater ist 23 geworden. Ja, wir hatten mal eine Katze, wir hatten mal eine ganze... Katze würde ich es nicht bezeichnen. Wir hatten ein flauschiges Etwas. Das war die Schnurri. Also in unserem alten Haus noch, die Katze von meiner Tante. Ich glaube, die ist auch 19 oder 20 geworden. Aber warum würde ich es nicht als Katze bezeichnen? Ich, noch ganz kleiner Bub, hat einen Hamster. Dieser Hamster, ich wusste ja, wie die einigermaßen ist, hab mir gedacht, wie zwei, ich hab ein bisschen halt schon aufgepasst dabei, aber wie werden die zwei sich wohl vertragen? Hab einfach mal, die Katze lag gerade am Bett und hat halt ein bisschen geputzt und ein bisschen geschaut und hab den Hamster aufs Bett mitgelegt. Der Hamster hat gesehen, da ist was, das gucke ich mir mal an. Und ist ganz neugierig auf die Katze zugestürmt. Also zugestürmt, nicht schon so leicht vorsichtig, aber in Richtung Katze. Mau, weg. Diese Katze haben wir auch mal in den Keller eingesperrt, weil da eine Maus war, die sie fangen sollte. Es war genau andersrum. Haben wir aber damals unseren damaligen Hund, einen Flocki, der ist hingegangen, tot. Der Hund hat wirklich alles, was einigermaßen tötbar war, getötet. Die Katze hatte Angst vor alles. Sie ist aber eine Katze. Ich war mal auch hier so nachts, Einzel zwei war ich hier so. Ich denke mir, was macht sie? Also wirklich hier hinten. Die ganze Zeit haut sie in die Kabel rein und haut sie in die Kabel rein, die da rumliegen, so ein bisschen, weil da hinten ja der zweite Rechner ist. Die ganze Zeit so und... Alter, jetzt sterben aber viele an Altersschwäche. 3 Leute auf einmal, Alter. Das ist nicht cool. Hört auf damit. War da hinten? Und irgendwann sehe ich eine Spinne. Also wirklich, das war auch kein kleines Ding. Das war schon eine größere Spinne. Um ihr Leben rennen. Rauswärts, mitten in den Raum. Bumm, Katze drauf. Nochmal an Altersschwäche. Bumm, Katze drauf. Und dann hat sie sie gefressen. Ich war hier, ich bin normalerweise überhaupt nicht empfindlich. Aber als sie die gefressen hat, als sie dieses gefressen hat, hast du nur gehört. Krack, 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 krack. Und ich so. Die hat so richtig geknuspert dabei. Und ich so, oh nein, oh. Ich habe Gänsehaut gekriegt, ja? Als du die Spinne weggeknuspert hast. Und, woran erkenne ich, habe ich auch noch erkannt damals, dass meine Katze eigentlich ein Killer ist.
als ihn auf dem Balkon ein Vogel gefangen hat. Ich glaube, war komplett schwarz. War komplett schwarz und anderthalb mal so groß wie meine Katze. Ich habe ein Bild damals bekommen, weil, Schatz, komm sofort heim, ich brauche dich ganz schnell, komm her. Was ist denn los? Kriege ich ein Bild in WhatsApp, wo ein schwarzer Vogel war, der nicht mehr am Leben war, definitiv nicht mehr am Leben war, mit zwei Katzenohren hinten noch so hinter dem Vogelchen. Hat jemand früh am Morgen einen Vogel auf dem Balkon gefangen? Und dürfte nicht mehr in die Wohnung. Und als ich den Vogel gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, eigentlich müsste der mit meiner Katze wegfliegen können. Ich glaube, war eine Krähe oder sowas. Oder ein Rabe. Nee, ein Rabe glaube ich nicht. Haben wir hier Raben? Weiß ich nicht, aber war ein komplett schwarzer Vogel und der relativ groß. Also der war so. So war der Vogel. So. Wenn ihr meinen Kopf seht, so. Weil ich musste dann... Ja, warte mal. Bevor ich weiter erzähle, mein Stream schmiert gerade voll ab, so wie es ausschaut. Machen wir kurze Pause, wenn wir erzählen. Ah, jetzt kommt er wieder. Schaut zumindest gut aus, dass er jetzt wieder kommt. Kommst du wieder, Streamchen? Bitte? Wäre cool. 0 Kilobit die Sekunde. Ich glaube, wir schmieren gleich ganz ab. Nachts um 12:30. Kurz vor 1. Schmieren wir, glaube ich, gleich komplett ab. Es tut halt echt weh. Ich habe auch voll die Kante da oben gerade im Kopf. Schauen wir mal. Ich erzähle weiter, wenn es beruhigt ist. Ich habe es jetzt schon vergessen. Was wollte ich sagen? Ach so. Vogel. Für jeden auf Twitch aktuell leckfrei gibt's den VOD Anfang Februar. Auf YouTube, wer es nachschauen möchte. Würde ich auch nochmal... Einmal gibt es jetzt den Reiter Livestreams und ich werde jedes Spiel nochmal separat in eine Playlist packen. Ist mir ein bisschen spät aufgefallen, aber werde ich machen. Wow. Damit es ein bisschen einfacher für jeden ist. Wenn sich einer nur für ein Spiel interessiert. Ich warte einfach nochmal kurz, bis ich es ein bisschen beruhigt, dann erzähle ich weiter. Irgendwas ist gerade hier rumgesprungen. Ist gerade einer auf meinen Discord gekommen. Weil ich nicht mehr in meinem Sichtfeld bin. Schaut aber irgendwie nicht so aus, als ob sich's beruhigen will. Na komm schon. Bitte, komm wieder her, Stream. Oh, scheiße. Leer. Wie viel denn haben wir heute eigentlich? Ich habe kein Handy da. Ich kann gerade auch nicht raustappen oder sowas. Doch, ich habe ein Handy da. Wie viel denn haben wir eigentlich? Am 28. Dezember. Das heißt, ich bin ja bald... Ja, jetzt ist er wieder. Ich erzähle weiter. Hey, ich erzähle weiter. So, jetzt erzähle ich weiter. Also ich musste ja dann, ich sollte unbedingt nach Hause kommen, habe aber gesagt, ich komme jetzt nicht nach Hause. Sie sollte mal schauen, dass sie den Vogel von der Katze trennen kann, beziehungsweise die Katze von dem Vogel trennen kann. Und sowas, dann hat sie meine Mutter panisch angerufen, weil toter Vogel, groß, Angst, eklig, pfui. Und ich habe dann nachmittags, wie ich von der Arbeit wieder kam, weil ich kann ja nicht einfach von der Arbeit kommen, wieder weggeräumt. Daher weiß ich, wie groß der ist oder groß war.
Ja, das war schon ein Monster, wo ich mir echt denke, wie mein kleiner Schmusetiger das schafft. Aber da merkt man, glaube ich, halt einfach so den Instinkt, den Killerinstinkt, den die Tiere trotzdem in sich haben. Der ist halt einfach da. Das merkt man halt dann trotzdem. Eine Katze jagt oder tötet instinktiv. Und es tut echt am Kopf hart weh, wo ich da den Stitcher drauf bekommen habe. Ich merke halt echt, wie so eine kleine Kante, die da in meinem Kopf drin ist. Als die Box runtergefallen ist und mir auf den Schädel. Unangenehm. Aber gut. Mal zum Thema Podcast will ich übrigens mal sagen. Auch mal hier jetzt halt mal gerade so. Einfach, keine Ahnung, weil ich gerade eh nur drauf warte und ein bisschen rede. Podcast tatsächlich kommt jeden Freitag jetzt. Ich glaube, mein Stream möchte nicht, dass ich Werbung mache. Kann das sein? Ah, jetzt geht's wieder. Doch nicht. Jeden Freitag um 15 Uhr kommt ein Podcast jetzt. Mit mir und Sven, wo wir einfach über Themen, ich sag mal, ich habe mal 10 Themen oder sowas habe ich rausgesucht. 10 Themen habe ich anfangs mal rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, hey, mit irgendwas musst du ja mal starten. Und ich habe es ja schon 2-3 Mal erwähnt, auch im Podcast selber sage ich es immer wieder. Es gibt einen Link, der ist in dem Podcast unten drin, das sind die Themen, Podcast-Themen. Da kommt ihr zu einem Google-Formular, das könnt ihr ausfüllen. Da ist einfach nur Podcast-Thema. Da schreibst einfach einen Stichpunkt rein, ein Stichwort oder auch etwas Längeres reinschreiben. Und das, da quatschen wir dann drüber. Manche Sachen möchte ich mit einem Gast machen. Der war ja schon mal da. Jetzt im letzten Podcast war er zum Schluss mit da. Scheiße. Ich habe vergessen, das zweite Mikro anzuschließen. Shit. Ich habe vergessen, das zweite... Ich habe hier noch so ein Mikro. Ich wollte es ja noch anschließen. Ich habe vergessen, das zweite Mikrofon anzuschließen. Das sollte auch noch her. Dass er halt auch mitreden kann. Ach, shit. Muss ich nochmal hinter meinem Rechner kriechen. Naja, okay. Hilft ja nichts. Bei einem Thema oder bei zwei Themen möchte ich definitiv einen Gast dabei haben. Ich hätte auch schon Ideen für zwei Gäste. Aber bei der einen Dame, beim Gast, die hat gerade die Schnauze voll von Männern und hey, ich bin männlich. Lass mich mal schauen. Bei dem zweiten Gast, den hätte ich gern definitiv dabei, weil der ein Thema ist, was ich nicht spoilern möchte und triggern möchte oder sagen möchte. Es wird auf jeden Fall ein krasses Thema werden, wo ich drüber rede, und ich habe halt auch jemanden da, der das Thema lebt, fühlt oder sonst irgendwie, also so richtig tief in der Materie drin ist. Das ist ein Trigger-Thema. Das ist ein hartes Trigger-Thema. Es geht hier... Ich möchte nicht zu viel sagen, aber es ist ein Thema, das ist sehr interessant und kann sehr interessant werden. Wirklich. Das wird noch ein bisschen dauern, bis der Podcast kommt. Das wird vielleicht Ende Februar werden, vielleicht. Aber der ist schon in Planung. Die Idee... das dahinter, das zu machen, dieses Thema. Ich glaube, da wird es auch den einen Podcast nur um dieses Thema gehen. Möchte ich auf jeden Fall haben. Da möchte ich auch vielleicht ein oder zwei Themen, ich werde ihn vielleicht auch öfters als Gast mal drin haben. Bei einem anderen Thema, das hat tatsächlich, ist mir vorgeschlagen worden von der Dame, die ich auch als Gast hätte gerne, vorgeschlagen worden.
Und das wäre halt dann mal eine weibliche Person mit dabei. Die hätte ich halt auch gern bei diesem Podcast gerne mit dabei, um darüber zu reden. Auch ein extremes Trigger-Thema. Auf jeden Fall nicht jugendfreundlich, aber auch ein krasses Trigger-Thema, wo auch viel ungute Sachen bei rumkommen können. Aber es sind so Sachen, die sind für mich mal echt wichtig, drüber zu reden. Aber halt auch mit Menschen, die es betrifft. Genauso wie ich im letzten Podcast gesagt habe. Also für euch jetzt live, der ist noch nicht draußen. Ich würde gern mal mit einem Blinden reden. Mich mit einem Blinden unterhalten. Und da kann mir vielleicht der eine Gast auch was organisieren. Weil ich kenne keinen blinden Menschen. Und ich möchte mal mit... Ich bin neugierig. Für mich ist es reine Neugier. Das sag ich ehrlich, wie es ist. Für mich ist es Neugier. Weil ich möchte es verstehen. Das ist nicht, um jemanden anzugreifen, zu beleidigen oder sowas. Ich bin neugierig. Wie ist es wohl, blind zu sein? Wie orientiert man sich im Leben damit? Wie schafft man es, die richtigen Cornflakes zu erwischen im Edeka oder so? Woher weiß man, dass die Hose dunkelblau ist und das T-Shirt, was ich anhab, nicht neongelb, sondern es auch irgendwie schwarz oder sowas ist? Woher weiß jemand sowas? Deswegen würde ich da sehr gerne mit jemandem drüber reden. Ich glaube, die Baustelle ist fertig, aber jetzt sehe ich gerade wieder nichts. Ich will nicht hier rüber weiterziehen. So, grundsätzlich so ein bisschen. Und das ist so eine Sache, die interessiert mich sehr. Gerade den Podcast würde ich gerne nutzen für solche Sachen. Um einmal ein bisschen meinen Wissensdurst zu befriedigen, in Anführungszeichen. Ich will da auch keinen diskriminieren oder sowas. Aber wenn ich halt über... scheiße. Wenn ich über sowas rede, ist es halt ziemlich sinnfrei, über sowas zu reden, weil es mich einfach nicht betrifft, weil ich einfach nichts drüber sagen kann. Ich weiß nicht, wie es ist. Deswegen muss ich halt jemanden dabei haben, oder als Gast, mit dem ich reden kann. Ist halt wirklich, mit dem ich reden kann darüber. Für Fragen stellen für jemanden, den es nicht betrifft. Vielleicht ist es ja auch für euch interessant. Podcast kommt jeden Freitag 15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Also jeden Freitag 15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, der Podcast. Ich denke, das könnte auch echt interessant sein für ein paar andere. Nicht nur für mich, weil ich ja ein neugieriger Mensch bin, aber vielleicht hat sich das auch schon jemand anderes gefragt. So. Wie? Ich will nicht jemanden damit angreifen oder so. Einfach ein neugieriger Mensch. Ich bin sehr neugieriger Mensch. Schauen wir mal. Es geht ja schnell fertig gerade. Im Sommer arbeiten sie deutlich schneller, merke ich. Aber es liegt vielleicht daran, weil sie nicht so schnell zurück müssen, weil es denen kalt ist. Hier würde ich auch nochmal kurz ein bisschen durchziehen, dass hier mal das so weg ist. Und die Kante ziehe ich vielleicht dann dahin. Dann machen wir das hier so ein bisschen breiter vielleicht. Mal schauen. Schauen wir mal. Fehlt nicht mehr viel Arbeitsleistung. Wir haben übrigens keine 199 Jobs mehr. Das waren die ganzen offenen Baustellen. Nahrung ist immer noch, denke ich, ziemlich stabil. Also das ist auch noch voll. Hier ist auch noch viel drin.
Hier ist auch voll. Warum ist die Nahrung aber niedriger? Okay, die Nahrung ist niedriger. Aber es ist alles noch voll. Ach so, vielleicht wegen am Leder? Liegt es da auch drin? Ja, es liegt auch drin. Ja, okay, Leder kann man brauchen. Muss auch noch gemacht werden, Schneider und so Zeug. Also wir warten mal drauf, bis das hier hochgehoben ist und fertig ist. Dann mache ich mal das hier. Ah, leck mich am Arsch. Zieht mal das wieder höher. Bitte. Dass das nicht geht. So nah ist es doch gar nicht dran. Da muss doch nichts weggebuddelt werden. Jetzt ist es wieder dunkel. Muss doch halt echt nichts weggebuddelt werden. Übrigens, weil wir vorhin bei Haustiere waren. Mein Hamster, mein dritter Hamster. Mein erster Hamster hat der Hund erwischt. Wie wir im Urlaub waren? Nee. Ich glaube, mein erster Hamster hat der Hund erwischt. Muss man leider wirklich so sagen. Ich mache jetzt so Stück für Stück. Das ist wirklich... Es berührt's halt nicht mal. Ich schau mal, ob ich die Kante hier schon mal so ein bisschen herbekomme. So. Und dann gehe ich immer so ein Stückchen weiter ran, bis es halt nicht mehr geht. Weil rein theoretisch hätte ich gerne hier ein schönes, perfektes Eck. Und ich will hier auch noch weiter rausgehen. Und hier kommt dann auch mal Weg, noch mal ein Weg hin. Hier so die Verbindung, weil wir hier gerade schöne, perfekte Kante haben. Da gehe ich jetzt nur so immer Stück für Stück rüber. Dass ich halt das Ding noch dahin bekomme. Und dann vielleicht das nächste da noch. Schauen wir mal. Hier, genau. Oh, ich glaube, wir haben es sogar schon perfekt. Oder? Nee. Haben wir nicht. Müsste eins... Oh, das ist aber schon hart breit. Vielleicht soll ich das hier trotzdem nochmal abreißen. Machst du es weg? Oder muss ich über Gebäude zerstören gehen? Weiß ich nicht. Macht ihr das jetzt weg? Hallo? Remove Placement. Will er anscheinend nicht? Will er anscheinend überhaupt nicht? Nee, will er nicht. Na, scheiße. Okay, dann... Das war so klar. Schauen wir mal, dass er hier eine Kante weniger macht.
Damit wir halt auch wieder so eine schöne Ding hinbekommen. Ja, jetzt müsste ich das eine Ding hier noch wegkriegen. Wie mache ich denn das? Ich mach das mal so. Irgendwie muss ich das hier ein bisschen niedriger kriegen. Ich mach das mal so nach und nach. Ist das schon fertig? Ne, eine Arbeitsleistung fehlt wieder. Dass ich die eine Kante hier noch wegbekomme. Weil die zwei hier. Um da schön ein Eck hinzubekommen. Die eine Arbeitsleistung war ja schon da. So. Jetzt ziehe ich das wieder runter. Hier ist einfach mal ein bisschen rum, dass ich das wegen wegbekomme. Geht ja relativ schnell. Nahrung ist übrigens immer noch sehr gut. Da kann ich ja unten immer wieder gerade ziehen, ziemlich einfach. Es könnte jetzt schon klappen. Es könnte jetzt schon klappen. Da komme ich halt nicht hin. Und den kriege ich nicht mehr weg. Was hat er denn da jetzt gebuddelt? Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn ich hier mit, wie, also mit dem Tool hier, vielleicht hier das immer nochmal wegmache. Ja, leck mich am Arsch. Hier nochmal eine Karte. Warte mal. Das ist ja schon die Höhe, die Ding, die ich hin will. Warte mal, das machen wir mal so. Dass ich mich so nach und nach da wieder, das vielleicht wieder gerade ziehe. Hier weiß ich ja, wo ich hin muss. Dass ich hier... Ach, komm schon. Den wieder bekomme. Ach, komm schon. Den wieder hinbekommen. Ach, komm. Willst du mich verarschen? Den wieder hinbekommen. Doch nicht dein Ernst. Ist doch echt nicht dein Ernst. So, mal schauen, ob das eins weiter vor wird. Einfach nur, um hier mal ein Ding hinzubekommen. Achso, da muss dann noch ein Baum weg. Okay. Ich probiere mal ein bisschen rum gerade. Ich will halt hier eigentlich nur dann eine schöne gerade Kante hinzubekommen. Aber ich glaube, weil ich kann das Ding hier auch nicht abreißen, der hier schon wieder irgendwas nicht passt. Aber ich glaube, wir haben die Kante so richtig hinbekommen.
dass hier schon wieder irgendwas so nicht passt. Weil hier instant rot wird. Auch wenn ich hier hintergehe. Mal kurz aktuelles Spiel speichern. Ende. Jo. Und es schmiert ab. Achtung. Ja. Nein, nicht abgeschmiert. Oh. Wir machen das noch. Ich will hier das Act noch hinbekommen. Jetzt dauert es erstmal wieder. Jetzt ist mir natürlich wieder Ding. Weißt du was? Wir machen einfach ein länger. Ich bin eh noch fit. Also von daher gehen wir jetzt in den Pause-Screen. Ihr kriegt ein bisschen Fahrstuhlmusik. Und wir machen einfach eine kurze Pause. Bis dann.